Und damit ein herzliches Willkommen zu LS19 auf der Ravensberg. Ja, beim letzten Mal haben wir noch ein bisschen Stroh eingeholt. Hab dann gesagt, dass wir hier dann drüber bauen. So, wir sind ja unterwegs mit unserem verpackten Anbaugerät. So, jetzt habe ich mal kurz angehoben. Werden wir nochmal umsetzen. Tja. Es geht mit dem LKW wunderbar voran. Also, schöner geht's gar nicht. Gehen wir mal Vollgas. Gehen nicht so Vollgas, wie ich das meine. Hallo Mäuschen. Habt ihr schon längst mitgekriegt? Schaust du zu? Nein. Aua, schon wieder Schatzi, schau mal so. Was ist da vor? Ja, und dann lass uns noch frühsteigen. Tatsch mal mit zurück da, hä? Warte. Bis später, mein Mäuschen. Ja. Hat nicht funktioniert mit dem Schreck, gell? Ja. Der Schreck wollte mich sehen. Ja. Deswegen schon eher gewusst, dass das mit dem LKW funktioniert, dann hätte ich das schon eher gemacht. Aber staubt's mal so richtig da hinten. Fliegen wir ja richtig übers Feld. Ja, so schön.
Leute, es sind 5 Zuschauer jetzt da. 5 Zuschauer. Und keiner schreibt etwas. Warum denn? Schreibt halt mal was rein. Meldet euch mal, wer ihr denn seid. Wenn es euch gefällt, lasst vielleicht mal einen Follower da. In YouTube könnt ihr mich unter Martin Eckel finden. Es wäre top, wenn sich hier mal jemand melden würde. Also, immer hier noch dieses Zuschauen und nichts schreiben. Wow, jetzt sind wir gedriftet mit dem Teil. Ja, setzen wir nochmal neu an. Ah, ich habe das nicht gedacht, dass es mit diesen Dings hier geht, mit dem LKW. Wie heißt der jetzt gleich wieder? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Diesen 82er S TLX C9 525. Ich könnte mich daran gewöhnen, an diese Anbautechnik. Mit 38, Leute, das ziehe ich übers Feld mit 38. Wow, sind jetzt wieder alle rausgegangen, oder wie? Tja, so schön kann Felder und Bahn sein.
So, haben wir das Feld jetzt gleich fast und dann passt es. Dann will ich mal oben testen, ob das oben genauso funktioniert. Und danach kann ich dann mal diese anderen Anhänger mit runternehmen. Die will ich verkaufen, diese Dingsdump da, diese. Die will ich verkaufen und dann nochmal zwei solche großen holen. Und dann erst mal Ware verkaufen, die haben wir auch noch zum Wegfahren. Jede Menge. Von Biodiesel bis zum Mehl, zum Zucker, alles Mögliche. Sojadrink. Muss noch alles weg. Ah, entschuldigt, ich bin schon müde heute. Ja, langsam wird es Zeit heute. So, zusammenklappen. Na, waren jetzt eine Viertelstunde. Und schon war das Ding fertig.
Wie denn der sauber verpackt, oder? Was ist denn jetzt wieder? Ist ja was, das ist alles zu groß. Ich brauche kleinere Maschinen hier unten, das hilft nicht. Sowieso die Estrella noch testen. Das funktioniert, muss ich mit der arbeiten, das hilft nicht. Man sieht es ja selbst, das führt nichts. So, mit der kann man auch arbeiten. Große Big Bad ist einfach zu groß hier drin. Ja, wie ihr seht, geht es mit der auch. Kann man mit der ein bisschen öfters durchziehen. Für die eigentliche Hilfe. Nein, Hilfe fehlt natürlich nicht. Helfer kann mit dem drum nicht fahren, kann mit dem Ding nicht umgehen.
Tja, aber wie es ja weitergeht, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.